Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Update-Video von Creativeverse. Und ich bin mir nicht sicher, was ich davon. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, was ich davon halten soll. Gehen wir erstmal kurz in die Welt. Ich erklär's gleich, was ich meine. Vorhin noch Idole gekloppt und sind dann auch vom Server geflogen, war ja nicht angekündigt. Hab auch den Livestream von Brainslove gesehen und nee. Bei mir ist gerade ein Punkt gekommen, an dem ich einfach sagen muss, nein. Nein, das geht einfach nicht. Es ist nicht nein. Grundlegend erstmal zum Update. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns Kostüme anzulegen. Erstmal ein Update, wo ich sagen würde, okay, hätte schon vor 2 Jahren passieren dürfen, aber naja, warum habe ich eigentlich kein Schwert aus... Hä? Equipment? Warum habe ich hier einen Ast? Hä? Okay, na gut. Was auch immer. Jedenfalls, wir haben die Möglichkeit, eben uns jetzt hier Skins über unsere eigentlichen Klamotten zu legen. Und das hier war eine, ja, ein kleines Geschenk. Plan. Jetzt kommt aber der eigentliche Knüller an dem Ganzen. Man braucht für dieses Update einen Pro-Account, soweit ich das verstanden habe. Und nicht nur das, selbst wenn ihr den Pro-Account besitzt, die ausrüstbaren Kostüme gibt es nur im Shop, der gerade extrem lange braucht zum Laden, danke. Dort könnt ihr die Kostüme kaufen und schaut euch mal die Preise an. 290 Coins, 385, 345, 340, 325 für einen Skin, den man sich über die Sachen legt, die man schon hat. Es ist also wirklich ein rein kosmetisches Update, rein kosmetischer Skin, hatte keine weiteren Effekte oder sonst irgendetwas. Es ist wirklich nur ein Aufziehbildchen. Ein Bildchen. Jetzt kommt der Punkt. Ich habe mich noch übrigens noch nicht an die Kamera gewöhnt, deswegen ich bin auch aus dem Bild gerutscht, sehe ich gerade. Entschuldigung. Jetzt gucken wir mal kurz, wie viel kosten Coins? 550 Coins kosten 4,24 Euro. So. Das heißt, ein Skin, Kostüm, kostet im Rahmen zwischen 2 Euro und 4 Euro. Ich möchte wissen, was die geraucht haben, ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ein Update rauskommt, geben die Entwickler, also Playful Corp, geben jedes Mal Credits an Minecraft. Es ist mir ein Rätsel. Jedes Update, was in den letzten Monaten passiert ist, ist okay, aber eine gefühlte Katastrophe. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt auch einige Leute vielleicht ein bisschen damit auf die Füße trete oder sonst irgendetwas. Aber ich finde ganz einfach, das geht nicht. Das ist Abzocke. Das ist die reinste Abzocke. So toll das Spiel auch sein mag, ich spiele es wirklich gerne. Ich mag Creativeverse extrem gerne.
Sonst würde ich auch kein Let's Play dazu machen, hätte auch das Special nicht gemacht und keine Ahnung. Das kommt übrigens auch bald raus. Egal. Was soll das? Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich habe das hier schon schwierig gefunden. Wobei bei den Idols bekommt man wenigstens dann noch Stuff raus. Aber dieses Update, vor allen Dingen hier, der Hut. Es gibt schon seit über einem Jahr, glaube ich, oder schon länger, keine Helme mehr. Die Helme waren extrem cool. Versteht mich da nicht falsch. Die Helme waren echt toll. Ich mochte die sehr gerne. Waren designtechnisch einfach klasse. Vor allen Dingen der Eisenhelm, dieser Gladiatorhelm mit dem Iro. Das ist total toll. Den haben sie rausgenommen. Aber, ja, man sieht's ja. Jetzt darf ich mir einen Hut aufsetzen. Geht's noch? Geht es noch? Sind die eigentlich gänzlich durchgedreht? Haben die zu wenig Geld hiermit verdient? Ich weiß, das ist wirklich Meckern auf extrem hohem Niveau. Man sagt auch immer, okay, das Spiel kostet ja nichts. Und irgendwie müssen sie sich finanzieren. Auf der anderen Seite haben die aber einen Plattformer rausgebracht, mit dem sie Geld verdienen. Bei einem weiteren Punkt ist ganz einfach, jedes Mal, wenn sich jemand den Pro-Account kauft, bezahlt diese Person 20 Euro für einen Pro-Account, der dir im Endeffekt was bringt? Du bekommst einen Gleiter und du darfst mehr als eine Welt machen. Merkst du was? Also deswegen habe ich auch immer den Pro-Account und dergleichen gar nicht erst großartig empfohlen oder angepriesen für Leute, die das einfach nicht interessiert, die das nicht brauchen. Aber sowas Basales, sowas Grundlegendes, wie die Anpassung von einem Charakter. Wir können hier diesen Kram machen. Moment, Exit World. Ja. Wir können unseren Charakter hier anpassen. Dieser Krimskrams hier. Pants. Shoes. What the heck? Wir dürfen dieses, keine Ahnung, Polohemd oder was es immer ist, dürfen wir anpassen. Und die kleinen Shorts können wir auch nochmal anpassen. Wir haben vier, ne, noch nicht mal. Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Kopfformen. Nee, einfach nein. Also dieses Update, muss ich ganz ehrlich sagen, lässt mich extrem hart zweifeln. Ich war schon ziemlich geschockt, als einer von den Entwicklern auf Twitter mal eine Umfrage gestartet hatte, ob man für Creatives Shader freischalten soll. Ob das überhaupt notwendig wäre, weil das Spiel ist ja schon geil genug. Ich kann nicht mal ausdrücken, wie maßlos enttäuscht ich eigentlich bin gerade. Man merkt es wahrscheinlich und ich vermute mal, dass mir dieses Video später irgendwann... Nein, es wird mir nicht leid tun, weil ich bin tatsächlich sauer. Mir tut es nur leid, wenn der ein oder andere sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Aber es geht gerade nicht anders. Ich kann gar nicht anders mich ausdrücken als das, was ich gerade mache. Ich habe das auch nicht geplant, das Video. Es ist jetzt wirklich eine reine Reaktion auf das Update,
das Überraschungsupdate. Das war wirklich eine Überraschung, wie viel Nein da überhaupt drin ist. Naja. Es gibt nur ein paar Bugfixes, die ich persönlich ganz okay finde, mit Hitbox-Abfrage und dem gleichen. Also es sind eigentlich Kleinigkeiten, die nicht mal großartig erwähnt werden müssten, weil sie einfach beseitigt werden müssen. Aber sie sind halt da. Aber das waren jetzt die größten Updates, Update-Sachen, die ich kenne, die ich mitbekommen habe, die ich kenne. Ich gucke lieber noch mal kurz nach. Aber es ist. Moment. Jetzt muss ich eben schauen. Sonst nicht, sonst habe ich, wenn ich diese Update-Sachen mache, habe ich die eigentlich immer direkt aufgerufen, aber gerade so. Nicht Creeper, Creativers. Was ist denn jetzt mit dem Creeper? Nicht Minecraft Creeper, aber egal. So, da haben wir es doch. Patch Notes, zeig mal hier. Small Halloween, Costumes Up, Premium, ja. Okay, also Premium Account brauchst du. Ja. Dann ist drin, genau, was für Kostümteile derzeit verfügbar sind. Bugfixes sind draußen, Improvements. Edit Visual Indicator Icons for Claim Settings when passing a Claim Boundary. Ja, gut. Wow. Your weapons now gets put away during glider flight. Sorry. Also, bei aller Liebe nicht. Also, ich hatte mich noch so gefreut gehabt, als ich gesehen habe, dass das hier, der Vladdering, mehr oder minder für mich sowas wie eine Art Fernkampfwaffe ist, die relativ gut funktioniert, aber nee. Es ist wirklich furchtbar. Na gut. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal. Ich versuche jetzt, mich noch ein bisschen abzuregen, trinke einen Lavendeltee oder sonst irgendwas. Und wir sehen uns dann beim Special und danach dann vermutlich bei der zweiten Staffel von Der Weg zum Eigenschloss. Das müssen wir noch fertig bringen, das Projekt. Wie viele Projekte ich im Endeffekt in Creativerse unter dieser Grundlage, wie sie im Moment herrscht, noch mache, weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr dann auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen guten Tag, Abend, wann auch immer ihr da schaut, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!